Guten Morgen nach Hamburg. Nach einem reichhaltigen Frühstück geht es jetzt auf die Kneifelspitze. Und ja, Wetter ist hervorragend. Vielleicht kann man es hinter mir sehen. Keine Ahnung, blauer Himmel auf jeden Fall, alles super. Ja, bin rechtzeitig aufgestanden. Jetzt haben wir es kurz vor 9 und es geht los auf die Kneifelspitze. Ist nicht sonderlich hoch. Ich weiß jetzt im Moment gar nicht auswendig, wie viel das mal noch war, ob das 1,4 war oder 1,2. Auf jeden Fall nicht sonderlich hoch. Aber zum Einstieg eine gute Sache. Viel mehr ist sowieso nicht drin. Diesen Urlaub oder diesen Kurztrip sozusagen. Aber ja, schauen wir mal, was steht hier rund um die Kneifelspitze, alles klar. Ja, ich würde mal sagen, auf geht's. Ja, Puls-Fitness-Tour, Kneifelspitze, da steht's ja, 1188 Meter. Ja, okay, hier ist sogar die Strecke angegeben, aber man hat hier mehrere Möglichkeiten. Also ob man sich da jetzt unbedingt dran hält, ich guck mal, hier gibt's noch weitere Ausschilderungen. Ah ja, hier, so ein schöner Rundweg. Also sowas finde ich ja immer gut. Den Rundweg werde ich wohl gehen. Also auf geht's zum Rundweg. Ja, das ist hier ein wirklich sehr einfacher Wanderweg, also auch für ungeübte Personen geeignet. In diesem Teil zumindest noch, falls es schwieriger wird, sage ich euch das nochmal, aber das ist wirklich hier also gut ausgebaut, keinerlei Schwierigkeiten. Das ist, hat nichts mit Klettern oder sowas zu tun, sondern eher mit Genusswandern. Natürlich, es geht ein bisschen bergauf. Das ist im Berg ja so üblich, aber normalerweise für jeden, der halbwegs Kondition hat, ist das machbar. Und hier immer mal wieder, wenn eine Lücke hier im Wald ist, hat man einen wunderschönen Blick auf den Watzmann. Gut, hier kommen also die Buckelwiesen. Hier bin ich auch schon öfter lang gegangen. Das erinnert mich immer total an Herr der Ringe, an Hobbing, wo die Hobbits herkamen, das Auental. Weil das ist echt so eine Landschaft, die sieht echt genauso aus wie aus dem Film. Echt super. Im Moment ist leider natürlich, da wir das ja noch vor Ostern haben, noch nicht so richtig grün, wie es sonst im Frühling ist, also zu Pfingsten beispielsweise. Hier haben einige Büsche natürlich noch keine Blätter,
Das fängt jetzt alles erst so langsam an, grün zu werden. Aber dennoch kann man sich das einigermaßen vorstellen. So, die 1000 Höhenmeter sind geknackt. Das heißt, noch ungefähr 190 oder was? Was war das? Genaue Höhe habe ich schon wieder vergessen. Irgendwas knapp unter 1,2. Also sagen wir knapp 200 Höhenmeter noch. So, 1100.
nur noch 15 Minuten nach der Beschilderung. Naja, dann ist es ja gleich geschafft. Ein Blick auf meinen Höhenmeter. Was sagt er mir? 1137. Na gut, die letzten 50, 60 Höhenmeter. Das Ziel ist in Sicht. Ein paar Schneereste hier noch oben. So, die letzten paar Meter. Hier steht schon dran. Kneifelspitze. Ja, geschafft, würde ich sagen. Mal vergleichen. Na, Sonneneinfall ist etwas ungünstig. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. 1192. Ja. So, da geht's zu dieser Gaststätte, die dort ist. Ich weiß nicht, ob da heute offen ist oder nicht. Keine Ahnung. Werde ich gleich sehen. Erstmal ausruhen. Ist zwar nicht so hoch, aber in Schwitzen kommt man trotzdem. Ein paar hundert Höhenmeter hat man ja überwunden. Kaffee und Radler getrunken. Und nun geht es wieder nach unten, nehme ich allerdings einen anderen Weg, also ich bin hier auf einem Rundweg,
und kurzes Stück ist jetzt die gleiche Strecke und dann geht eine Abzweigung runter, einen anderen Weg, den ich raufgegangen bin. Ja, ich muss sagen, einfache Strecke, aber man kommt trotzdem ins Schwitzen, weil es eben ständig bergauf geht, logischerweise. Für den Aufstieg habe ich insgesamt 1,5 Stunden gebraucht, von Maria Gern aus. Ich bin aber ganz gemütlich gegangen, also keine Eile gehabt. Man könnte das Ganze auch etwas schneller schaffen, wenn man denn das wollte. Aber in 1,5 Stunden ist das im Normaltempo gut zu schaffen. Ich habe auch keine große Pause eingelegt, bin an sich durchgegangen, außer kurze Pausen, um mal hier und da eine kleine Szene zu filmen. Ansonsten bin ich an sich immer durchgelaufen. Ja, und jetzt geht's wieder runter. Gut, dass ich heute Morgen schon relativ früh losgegangen bin, weil ich merke, jetzt auf dem Abstieg kommen einem so viele Leute entgegen. Das wird wahrscheinlich richtig voll da nach oben. Und als ich da oben war, war es ja noch relativ leer. Ich war ja einer der Ersten scheinbar und da war wirklich nichts los. Aber jetzt kommen einem hier zig Leute entgegen. Ja, ziemlich überlaufen. Naja, ich war zum Glück früh oben, konnte das noch in Ruhe genießen. Und jetzt bergab ist egal. Und mal gucken, was ich gleich noch mache. Also der Tag ist ja noch lange nicht zu Ende. Jetzt weiß ich auch, warum mir wohl so viele Leute hier entgegenkamen. Auf ca. 830, 840 Höhenmeter gibt es hier nämlich noch einen Wanderparkplatz. Da kann man sich sozusagen, indem man bis dahin hochfährt, die ersten Höhenmeter schon mal erschummeln sozusagen. Also hier ist auch ab diesem Punkt, wo dieser Wanderparkplatz ist, geht es hier auch auf Asphalt herab. Was natürlich nicht so schön ist, also ich finde es zumindest nicht so schön. Ich gehe lieber normale Feld- und Waldwege anstatt auf solcher asphaltierten Straße. Naja, das ist jetzt aber nur noch, da stand dran irgendwie Viertelstunde, 20 Minuten, dann bin ich wieder Maria Gern. Also auf diesem Weg kann man ein Stück weit mit dem Auto dem entgegenfahren, hochfahren zur Kneifelspitze. Naja, ich bin eher der Wanderer, so weit hochfahren mit dem Auto würde ich nicht. Na gut, weiter geht's nach unten. So, jetzt bin ich wieder an der Stelle, wo ich anfangs den Rundweg begonnen habe. Das heißt, jetzt ist hier auch sozusagen der Rundweg beendet und das letzte Stück zurück nach Maria Gern geht es jetzt wieder den gleichen Weg herunter, wie ich raufgegangen bin. Ja, da bin ich auch fast da. Das ist nur noch, weiß ich nicht, 100 Meter oder 150 Meter oder sowas. Ja, war eine schöne Tour, um mal wieder sozusagen auf den Geschmack zu kommen. Natürlich ja, ist das jetzt keine anspruchsvolle Tour, die irgendwie durch Felsen führt oder irgendwelche Schwierigkeiten bietet. Aber für das erste Mal dieses Jahr war das schon ganz gut. Man hat mal wieder ein bisschen Höhenluft geschnuppert und die Aussicht da oben ist wirklich genial. Man konnte da gut sitzen. War auch sonniges Wetter. Jetzt sind ein paar Wolken aufgezogen. Aber so war es auch vorausgesagt, dass es ab mittags etwas bewölkter wird. Aber heute soll es zumindest noch mal trocken bleiben. Mal sehen, was mich morgen erwartet. Ich meine, wir haben Aprilwetter. Da
Da kann man nicht allzu viel erwarten. Da kann natürlich auch immer mal ein Regentag zwischendurch kommen. Aber naja, mal sehen. Ich hoffe mal das Beste. Prost.